Ah, sind die grell. Ah, ah, wie kann man denn so grüne Fische? Ah, das gibt es ja gar nicht. Das kannte ich ja noch gar nicht. Ach, die sind ja doch wohl grün. Und die leuchten auch, das ist ja schon richtig. Aber was mich da geblendet hat, das war dann doch wohl mehr der Scheinwerfer hier. Aber grüne Fische, grüne leuchtende Fische, sowas gibt's. Wann gibt's überhaupt mal grüne Fische? Das ist also ganz, ganz selten. Früher kannte ich also nur so den grünen Bismarck-Hering. Der war auch sehr lecker. Da spielte der Grüne nur eine Nebenrolle. Aber hier bei unserem grünen Leuchtwerbling, da spielt das Grün schon eine Hauptrolle und die sollte natürlich auch auf Dauer die Rolle spielen. Einer der ganz, ganz wenigen Fischen, der wirklich Grünanteile hat. Oben auf dem Rücken ein bisschen bläulich, aber von unten grün. Und wenn die richtige Beleuchtung da ist, dann schimmert der Grün. Da ist natürlich ein super, super Kontrast so zu allen anderen Fischen, die wir im Aquarium haben. Natürlich nicht zu den grünen Pflanzen, aber grüne Pflanzen sind immer etwas anders grün und die leuchten nicht. Der Fisch leuchtet auch nicht, das ist also kein Glühwürmchen, was im Dunkeln wirklich leuchtet. Also nicht, wenn ihr jetzt Licht ausmacht und sagt und reklamiert den Fisch, hallo, der leuchtet, macht's nicht. Aber wenn ihr den Fisch habt, werdet ihr die grüne Farbe in den ganzen Trupp eurer Fische mit Sicherheit genießen. Aber wenn wir gerade bei Leuchten sind und nicht nachts leuchten, es gibt tatsächlich Fische, die nachts leuchten. Tiefseefische okay, die können wir nicht im Aquarium halten, aber irgendwo auf der Welt gibt es immer ein paar Leute, die sind so ein bisschen verrückt und die nehmen null Rücksicht auf Natur und Kreatur, sondern die machen einfach die Fische grün leuchtend. Und das ist also in Asien teilweise eine Mode gewesen, dass man den Fischen unter die Haut Phosphorfarbe gespritzt haben. Und ganz viele fanden das toll, sieht schrill aus, sieht natürlich auch super spannend aus, aber ich glaube nicht, dass auch nur ein einziger von euch mal Phosphor unter die Haut gespritzt haben möchte. Das ist nicht nur nicht gesund, das ist stark krebserregend und langfristig tödlich. Also sowas macht man nicht. Und wenn ihr mal so leuchtende Fische, die nachts leuchten, angeboten kriegt, Tiefseefisch gibt es nicht. Also sowas gibt es nicht zu kaufen. Nur, dass ihr schon mal Bescheid wisst. Ich höre hier immer wieder, dass die sagen, oh, ein Bekannter hat mir mitgebracht und die sehen ganz toll aus und warum habt ihr die nicht? Nein, an Tierquälerei beteiligen wir uns auf gar keinen Fall. So, also so schillernd ist er nicht, wie ich gerade gesagt habe, aber trotzdem, heute unterhalten wir uns mal über den Leuchtwerbling. Die sind ja ganz grün. Ach so, den grünen Leuchtwerbling. Hätte ich ja jetzt bald vergessen. Gefallen dir die? Ja, die sehen sehr schön aus. Hast du auch ein Aquarium? Mhm, hab ich. Ja, wie groß ist das? So groß wie dies oder größer? Noch ein bisschen größer. Noch ein bisschen größer. Wie heißt du denn? Lena. Lena? Ja. Wolltest du mal deine Freunde Hallo sagen? Kannst du einmal nach da so Hallo machen? Hallo. Und ihr seid hier zu Besuch gekommen? Mhm, wir wollten einfach mal hier rumgucken, weil morgen mein Geburtstag ist und wollten wir auch noch heute mal einen schönen Tag für uns machen. Ah ja, und dann kommt ihr zu uns besuchen für einen schönen Tag? Ja, genau. Und war das schön? Hat sich das gelohnt bis jetzt? Ja, hat es. Ja, schön. Dann wünsche ich dir noch viel Spaß hier. Ich muss hier noch ein bisschen arbeiten, aber du darfst ja gerne noch ein bisschen zugucken. Okay. So, dann wollen wir uns jetzt mal mit dem Fisch beschäftigen. Dieser schöne kleine Schwarmfisch lebt also in Südostasien. Besser gesagt so Thailand, Birma, da oben in der Ecke. Lebt gerne in kleinen Flüssen, Bächen. Ganz wichtig aber, muss so ein mikrokleiner Fisch haben, ziemlich im Unterholz, also in Pflanzen, dichten Pflanzenregionen schwimmt er vor. Wenn er im Freiwasser schwimmt, würde der immer vom Raubfisch sofort gesehen und gefressen werden. Der Fisch lebt also in der Natur teilweise in großen Schwärmen. Im Aquarium sollte man natürlich in eine Gruppe halten. So unter 10, 11 Stück würde ich gar nicht anfangen. Und je größer, umso schöner halten sich alle Tiere im Schwarm. Mindestens 7, alles was über 10 ist, ist toll. Der Fisch fühlt sich in der Gruppe wohl und eine Gruppe erkennt sich auch erst als Gruppe, wenn sie wirklich in der Gruppe im Pulk zusammen schwimmen kann und hin und her zieht. Und dann kriegt man erst das schöne Bild im Aquarium. So, dann kommen wir jetzt zum Haltungscheck. Schauen wir mal. Ist das okay, wie ich Haltung einnehme? Ich hoffe ja. Also, wir unterhalten uns ja hier über den 2 cm großen
grünen Leuchtbärbling, der auch Neonbärbling oder Mikrogeophagus genannt wird. Laut Gesetz ist eine Mindestbeckengröße von 54 Liter vorgeschrieben. 54 Liter würde ich auch sagen, wäre theoretisch okay für eine ganz kleine Gruppe. Besser ist natürlich das große Aquarium. Der Fisch ist ein ganz kleinbleibender Fisch, wie gesagt, 2 cm groß, wird auch nicht so alt. Also so 2 bis 3 maximal Jahre. Geschlechtsreife erreichen die Tiere im Allgemeinen schon nach 4 Monaten. Hat natürlich wie immer mit Wasserqualität, Temperatur und Fütterung zu tun. Also 4 Monate könnten sie laichfähig sein. Oft ist das aber auch erst nach 6 oder 8 Monaten so. Laichverhalten gibt es bei so kleinen Schwarmfischen nicht. Ist auch bei fast allen Schwarmfischen unüblich. Das heißt, die sind Freilaicher, die lassen einfach ihre Eier fallen. Also so im normalen Gemeinschaftsaquarium ist das also auf alle Fälle gar nicht möglich. Brutpflege machen die nicht. Die Eier fallen runter, fallen im Sand, im Kies und die schlüpfen dann und die Jungen müssen dann zusehen, wie sie klarkommen. Brutpflege halt null. Fressen tun die alles, wie fast alle Fische gerne Lebendfutter. Alles, was zuckt, alles, was sich bewegt, muss natürlich dementsprechend klein sein. Bitte keine riesen Mückenlarven da reintun, die selber schon 2 cm sind. Der Fisch beißt da rein. Mückenlarven haben auch ein Beißorgan. Und wenn so ein kleiner Fisch in eine große Mückenlarve reinbeißt und hat den Kopf als erstes drin, beißt der Kopf der Mückenlarve zurück und der Fisch ist tot. Dann sagt man, der ist gestorben beim Fressen. Nee, der ist erstickt oder erwürgt oder totgebissen worden. Also Futter, was auch wirklich in den Fisch reinpasst. Schönes, feines Lebendfutter. Klimazone kommt aus Thailand, Birma. Tropische Gegend natürlich, alles super warm. Tropische Zone, 22 bis 27 Grad. In dem Bereich sollten wir uns auch bewegen. pH-Wert in der Natur natürlich immer unter 7, so 6 bis 7. Aber da nimmt es uns auch nicht übel, wenn wir mal auf einen pH-Wert von 7,5 kommen. Die Härte nicht so hart bitte, von 1 bis 10. Aber ich meine, da können wir die meisten Aquarien mit abdecken. Und als Deko gerne Wasserpflanzen, schöne große Wurzeln, auch schön so überstehende Wurzeln oder wie gerade gesagt Schwimmblätter da rein, dass er sich mal unterstellen kann, dass sich die Gruppe richtig schön positionieren kann. Und ich denke mal, wenn man so ein bisschen den Ratschlägen folgt, wird man einen super spannenden Fisch für eine lange Zeit haben. Also wenn Obst noch nicht reif ist, dann ist es grün. Und früher hat man immer gesagt, wenn Fische frisch importiert worden sind und eben noch nicht eingewöhnt waren, dann sind das grüne Fische. Also keiner wollte grüne Fische verkaufen, jeder verkauft nur gut eingewöhnte. Wir haben aber in diesem Fall jetzt mal echte grüne Fische, die aber trotzdem schon reif sind. Reif für ihr Aquarium. Ich denke mal, da haben wir auch wieder einen spannenden Aquariumfisch für euch gefunden. Versucht ihr doch mal, ihr werdet begeistert sein. Ein wirklich treuer, dankbarer Pflegling, der passt in fast jedes gemischte Aquarium rein. Wir sehen uns nächste Tage wieder.